Siena Garden, ein Auszugstisch, der etwas ganz Besonderes hat. Ja, er hat nämlich hier einen Steinholzdekor hier oben drauf, aber nicht aus Holz, sondern tatsächlich aus Feinsteinzeug. Das ist unglaublich. Das Ganze ist nochmal verstärkt. Feinsteinzeug und Glasfaser. Jawohl, das ist so, dass es dann halt sich nicht durchbiegt und Stabilität gibt. Andere haben das draußen auf dem Boden, auf der Terrasse. Hier wird es effektvoll in Szene gesetzt bei einem Auszugstisch. So, das heißt, hier kann überhaupt nichts mehr passieren. Hier kann es sogar im Winter drauf schneien, das würde dem nichts machen. Da passiert überhaupt nichts, weil die Mechanismen sind so mit Kugellagern, die entsprechend dicht sind, und Wälzlagern ausgelegt. Da sind keine Kleider innen drin verarbeitet, die sich abnutzen. Also das ist eine Investition in die Zukunft. Ja, der Preis von dem Tisch hier? Ja, der liegt bei 13,98, glaube ich, mal gerade gucken. Ja, 13,98. Das Gewicht, was wird er ungefähr wiegen? Also, mir wird im Saarland sagen, sehr schwer. Also er hat schon sein Gewicht, wenn er steht, steht er. Ich glaube, so um die 90 Kilo hat er. 90 Kilo. Das heißt, mit vier Leuten könnte ich ihn auch bewegen? Ja, oder zwei Starke, die morgens Haferflocken, Müsli gegessen haben, geht das auch. Das Schwere bringt er einfach durch die Platten halt mit. So. Warum sollte ich diesen Tisch nicht zu Hause verwenden? Weil das ist ja auch ein ganz toller Esstisch. Natürlich, also viele Kunden haben den auch im Innenbereich, wo sie ihn nutzen. Draußen ist er geeignet, aber was draußen stehen kann, wer sagt denn, dass man das auch nicht nach drinnen stellen darf? So, Siena Garden Auszugstisch Synchro. Und das Besondere ist dieser, ich sag mal, geniale Designmechanismus, der hier eingebaut worden ist, der auch lange Zeit funktionieren wird. Bitte mal zeigen, genau wie es funktioniert. Ja, man zieht. Also man zieht an, dann fährt das Mittelteil hoch und schiebt zusammen und fertig. Ja? Und das kann ich jetzt machen. Den ganzen Tag, wenn ich nichts zu tun habe. Funktioniert. Funktioniert, ja, genau. So. Das Coole ist, das Ganze gibt es auch noch in einer anderen Version, haben wir eben vorgestellt im Video, mit einem Holz-Inlay. Preis ist der gleiche? Nee, der ist etwas durch das Teak etwas teurer. Ich muss gerade gucken, auf der anderen Seite habe ich einen Preis. Ich meine, der liegt bei 1700 Euro. Ich muss gerade mal gucken. Also rund 300 Euro teurer. Der hier bei 1300, ja, 1799, und der hier liegt bei 1398. Das Ganze von Siena Garden, das wollten wir euch heute mal zeigen. Aber Feinsteinzeug auf einer Tischplatte hat wirklich Kult. Wir zeigen euch jetzt mal etwas, was definitiv jetzt geeignet ist als Wohnzimmer-Esszimmertisch. Denn es hat jetzt nicht wie dieser Tisch hier jeweils kleine Rillen drin, die das Wasser natürlich besser ablaufen lassen, sondern eine durchgehende, riesige Feinsteinzeug-Keramikplatte. Ja, also Dekton nennt sich das hier in unserem Bereich, aber es ist im Prinzip eine große Keramik. Die wird sich in der Farbe nicht verändern. Die verändert sich nicht, ja. Und jetzt kann man das schlecht von unten filmen. Warte, aber ich zeig's mal. Aber ist sie stoßfest man, einigermaßen? Hier, ja, das sieht man, wenn ich das hier ausziehe. Hier sieht man unten drunter das Gewebe vom Glasfaser, wo das Ganze nochmal verstärkt, dass es nicht schwingen kann und brechen kann. Wer in seinem Leben hat noch keinen Glastisch zerstört? Ich habe schon zwei zerstört, du vielleicht auch mal an der Ecke, da bist du mal dran gekommen. Ja. Das Ganze ist extrem schlagfest. Ja. Du hast also hier eine Oberfläche, die ist extrem kratzfest. Ja, jetzt habe ich gerade nichts. Schlüssel? Brauchst du? Ja, warte mal. Schlüssel, wenn du mal hier mir mal ganz frivol in die Tasche greifst. Ja. Nehmen wir mal einen Schlüssel. Mein kleiner Schlüssel. So. Also man sieht schon, man kann eigentlich gar nichts. Da passiert nichts. Nee, also das ist eine harte Oberfläche. Das ist extrem hart. Und wenn, fahrt man mit dem Finger drüber, ist wieder weg. Also da passiert absolut nichts. So, ich nehme mal meinen Schlüssel wieder, bevor. Ja. So, und, natürlich warte, ich komme. Jetzt, bitte. Den kann ich mir frei konfigurieren. Es gibt verschiedene Platten, die ich drauf wählen kann. Ich kann verschiedene Beine. Das ist jetzt eine Edelstahl-Variante. Ich kann das Ganze auch in einem Anthrazit aus Aluminium bekommen, die Beinchen. Und der hat die Besonderheit, dass ich ihn, also er hat Rollen unten drunter. Man sieht, das geht auch super leicht. Das sind Rollen? Naja, okay. Also das mache ich wunderbar leicht. Und wenn er steht, kriegt die Druck und dann sind die gebremst. Und auch der Auszug ist super einfach. Es
Sag mal, man könnte hier noch eine zweite Platte reinlegen, oder? Natürlich, gibt es auch, die muss ich dann einlegen, aber ich sag mal, wenn ich jetzt mal schnell 2 bis 3 Leute mehr habe, dann habe ich das... Bitte nochmal zeigen. Also ziehen. Ich ziehe an. Ja. Ich drehe und dann fährt der hier in die Parkposition. Seine Garage. Ja. Und dann schiebe ich zusammen. Ich habe jetzt nur hier so viele Stühle dran stehen. Wir kriegen jetzt, verschwindet wieder hinten unten drunter. So, es wird quasi zum Sechser, vom Sechsertisch zum Achtertisch, der da ist, also mit den beiden, beziehungsweise zum, genau, vom Vierertisch zum Zehner und so weiter. So, und das Ganze ziehst du mal ganz aus, komplett. Ja, kann so. Ich bis 2,70 Meter, ich kann mir noch eine zweite Einlegeplatte, die muss ich dann manuell rausnehmen, steck sie an und fahre dann die zweite raus. Ja. Dreh es um und schieb dann ineinander. Ineinander. Das heißt, du könntest bitte noch mal ein bisschen rausziehen. Ja. Bisschen rausziehen, weiter. Weiter. Stopp. Ja, und das so wäre jetzt die Gesamtlänge, ja, wenn man die zweite Platte hätte. Ja. Preis von dem? Ja, hat er. Mal gucken, wo wir es dran haben. Was, das ist ein Riesenteil. Liegt bei 3.560 Euro. Also 3.560 Euro, Form follows Function, das ist das große Thema. Wir sprechen nicht über etwas Billiges, sondern hier hat man Design zur Funktion so kreiert, dass man ganz lange Freude daran haben wird. Ja, und, also, es ist ein hipper Tisch, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn jetzt die Schwiegereltern kommen und dann ziehe ich aus und dann habe ich halt aus dem Designtisch eine große Familientafel gebaut. Die Frage ist, ob man für die Schwiegereltern das wirklich macht oder ob man nicht sagt, hinterm Haus ist auch noch ein Tisch. Ja, oder hängt von Schwiegereltern ab. Genau. Gibt es auch nette. Ja, es gibt, habe ich gehört. Gibt es auch, ja. So ist es. Hier vorne sieht man es. Also, wir haben eine große Auswahl an Tischen. Sienna Garden, was steckt da dahinter? Sienna Garden ist eine Marke, die von einem Großhandelsunternehmen betrieben wird. Die Fertigung findet wie bei fast überall. Beim iPhone zum Beispiel? Ja, da auch statt. Also bei Samsung? Genau, ja. Bei VW, also kommt aus dem Tesla? Asiatischen Raum, genau. Asiatisch. Ja. Okay. Mit Ausnahme dieser Tisch. Dieser Tisch kommt aus der Schweiz. Also das ist SIT Mobilia. Das wird komplett in der Schweiz gefertigt. Also nochmal, das ist ein Tisch SIT Mobilia. SIT Mobilia, ja. Kennt man auch. Die machen auch Indoor-Designmöbel. Darf ich mal filmen hier? Das kann man also SIT Mobilia, Aussehtisch Olympia. Ich finde den so genial, ganz ehrlich. Der kostet zwar ein bisschen was, aber überleg mal, du kannst in 0, nichts diesen Tisch raustragen, hast einen vollwertigen Outdoor-Tisch, wenn du ihn nur ab und zu mal brauchst. Ja. Der ist, ich sag mal, vom Gewicht her mit 2, 3 Personen kann man den tragen. Ja, das geht. Also das Gute ist ja, wenn ich ihn justiere und ich habe keinen Absatz nach draußen, dann rollt er. Geht jetzt nicht, aber der rollt auf der anderen Seite. Der rollt auf der anderen Seite. Ja, ich überlege nur, wenn ich den rausstelle, jetzt im Sommer, habe ich im Wohnzimmer, im Esszimmer viel mehr Platz, weil ich ja meistens draußen esse im Sommer. Ja. So, kann ihn rausstellen, kann ihn draußen lassen, der wird nicht kaputt gehen, auch wenn es regnet. Da passiert überhaupt nichts. Wie gesagt, die Decktonplatte ist ähnlich wie Feinsteinzeug. Und das ist Keramik. Das ist Keramik und ist nochmal, wie gesagt, durch das GFK im unteren Bereich verstärkt. Also da passiert nichts. So, heute ist der 4. Februar 2023. Wir sind bei, machen wir gleich, eigenes Video, Aquasan Salui, Thorsten Volz. Wir zeigen heute mal echte Designklassiker für den Outdoor-Bereich, den man aber auch Indoor nutzen kann. Das ist das Besondere. Das heißt also, ich kann ihn sowohl Outdoor als auch Indoor nutzen, weil sie so fein und so, ich sag mal, modern sind. Das sieht man auch hier unten. Diese Platte hier hat gerade mal, ich schätze mal, 3-4 Millimeter. Ja, 4,5 Millimeter. Und auch die ist aus Decktonnen gefertigt. Also Glasfaser verstärkt. Die jetzt nicht. Die hat den Glasfaser, wenn man genau schaut, in der Mitte sogar. Also sie hat einen Kern aus Glasfaser. Wenn man genau schaut, sieht man das. Also ist noch mal stabiler. Ich nicht, aber du könntest darauf Samba tanzen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden das auch gleich mal zeigen. Und danke, Thorsten Volz. Aquasar findet man in? In Salui, in der Holzendorfer Straße 6, direkt neben Globus. Ja, ihr habt die wahrscheinlich größte Gartenausstellung für Designmöbel im ganzen Südwesten. Es geht um Design, es geht nicht um billig, billig, billig. Das könnt ihr auch. Ihr habt sehr günstige Stücke, gar keine Frage. Aber wir wollen jetzt mal ganz bewusst pfiffige Lösungen zeigen für den Garten. Dankeschön.